Hallo und willkommen zurück bei Pretty Old Pixel und dem Replay von Ancient Art of War in the Skies. Mein Name ist Selma und das letzte Mal waren wir immer noch an der französischen Kampagne dran und sind es auch diesmal noch und kriegen eigentlich nicht so richtig den Dreh raus und kriegen es auch nicht so hin, den Feind vernünftig mal unter Kontrolle zu bringen. Okay, das, hallo? Ich wollte gerade sagen, dass die den angreifen, aber der greift den scheinbar schon von selbst an. Ja, ist egal, ich ändere den Flightplan gleich eh. Oder waren die das jetzt hier? Ne, das sind die gewesen. Die kämpfen jetzt gleich eh, also pff, sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich habe hier ja noch andere Jäger, die können das dann übernehmen. So, wollte ich hier gerade nochmal schauen. Hier sind noch reichlich. Hier aber keine Missionen fliegen. Die Bomber sind wieder unterwegs, Missionen zu fliegen. Was denn hier? Bisschen. Ah, wir haben gerade einen neuen Bomber bekommen. Das ist ja schon mal gut. Shy Joke. Jetzt mache ich schon. Okay, stopp. Ach, jetzt kann. Oh. Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ah, doch. On the fuel. Ihm hier. So, das. Hä? Wo fliegst du denn hin? Ah, Attack Speed. Okay, conserve fuel. Würde sagen, dreh um. Hallo? Okay. Das scheint irgendwie noch knapp zu klappen, wie das bei dem Kollegen hier ist. Klappt auch noch. Okay. Die kommen noch zurück. Und hier sieht man auch schon, dass die Front wieder weiter auf uns zurückt. Aber unsere Bomber sind jetzt wieder besser aufgestellt. Da können wir jetzt hier noch mal schön bombardieren. Da schicken wir auch hier zumindest die noch mal los. Bombing Run auch schön hoch. Destroy Target. Don't care. Irgendwo hier an die Front. Gerade zurück. Wie langsam mal die Front verschieben können. Wo fliegst du hin? Die fliegen jetzt zurück. Wie viele sind das? Das ist nur einer. Drei. Reicht denn das Sept offensiv? Oben. Irgendwie ist es schon relativ schwer, da die Front zu beeinflussen. Man ist die ganze Zeit am Bombardieren. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt hier hätte weitere Depots bombardieren sollen. Also hier geht die Front ja dann nach oben. Schon, beziehungsweise jetzt wieder nach unten. Okay, ein Bomber wurde abgeschossen. Okay, die sehen auch nicht mehr so gut aus. Dann fliegt mal wieder zurück. Ach. Nein, ich wollte die Geschwindigkeit ändern. Flugplan. Tag. Okay. Gut aussehen ist auch was anderes. So, 6 Bomber zu 10, 7 zu 8. Einige von seinen Jägern jetzt doch mal abgeschossen. Defeated, Capital Overrun. Was?
Earful Russian name Katsarevich Ruler. Nearly 3 million Russian dead. Civil war now. All lose. Achso, all lose. Six and fighters. Enemy lose. Haben wir jetzt. Ne, wir haben verloren. You lost. Und warum? Ach, Capital Overrun. Ich habe hier unten gar nicht gesehen, dass die Front hier so weit rübergegangen ist. Okay, nee, das habe ich nicht gesehen. Ah ja, so geht das also auch. Okay, kann ich hier kann ich jetzt genau reingucken. Okay, der hatte auch noch ganz gute. Da war ja alles flott bei dem. Gut, hier war jetzt nichts weiter. Ja, da haben wir jetzt im Großen und Ganzen, glaube ich, auch schon so ziemlich alles gesehen. Also der Action-Teil ist nicht mehr so spaßig oder war auch nie so spaßig im Luftkampf, Nahkampf, weil das irgendwie eine ziemliche Frickelei war. Noch schlimmer wie bei Wings of Fury, da war das auch schon nicht ganz so einfach. Aber hier ist das irgendwie ein Riesendurcheinander und auch total schwer zu steuern. Ja. Nein. Wollte ich nicht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt in dieser Folge noch kurz den Kampagnen-Editor ein bisschen an. Wir könnten dann beim nächsten Mal vielleicht nochmal die Bomben an sich. Ich schaue mal, dass ich das irgendwie aufgenommen kriege von meinem echten DOS-PC, da sollte das wahrscheinlich laufen. Wenn die Disketten noch gehen, muss ich mal gucken. Also ich versuche das auf jeden Fall hinzubekommen, dass das noch klappt. Und dann würde ich sagen, sind wir hier auch größtenteils durch. Viel mehr Spieltiefe existiert da nicht. Wahrscheinlich habe ich noch ein bisschen was falsch gemacht. Also es gibt hier, wir können hier gucken hier jetzt einfach mal in den Kampagnen-Editor. Oder was sagt die Uhr? 7 Minuten. Ne, wir heben uns das fürs nächste Mal auf. Dann gucken wir in den Kampagnen-Editor. Dann gucke ich nochmal in das Handbuch, was die einzelnen Gebäude machen. Dann hat man nochmal so eine Vorstellung davon, was die genaue Spieltiefe ist. Dann kann ich noch die Bombenansicht beim nächsten Mal aufnehmen. Und beim übernächsten Mal machen wir das Review dann. Ja, ist ein kürzeres Replay geworden. Ich denke, das liegt aber auch daran, dass dieses Spiel nicht ungefähr so sehr so eine große Spieltiefe hat, sondern dass es einfach ein nettes Spiel für zwischendurch ist, was man halt mal mit Freunden zusammen spielen kann. Ich meine, man könnte auch gegeneinander spielen. Das muss ich gleich auch nochmal ausprobieren. Da gucken wir dann gleich aber nochmal rein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.